70 Jahren und ihrem Einsatzfahrzeug Baujahr 1942, ein Deutsch, und einer Tragkraftspitze der Firma Rosenbauer, steht vor uns, aus dem Jahr 1930, welche im Jahr 1930 neu angekauft wurde, sowie den originalen Uniformen von damals, werden für uns einen Wettkampf 1:6 aus dem Jahre 1956 wiederholen. Da ist er, bitte, ja. Mit der Saugleitung beschäftigt, 1936. Der Rauch Johann. Rauch Johann. Bravo! Da ist er. Rauch Johann, 1931 geboren, der Moser Alois. 1931 gab. Wir haben es versprochen gehabt, dass wir keinen beim letzten Wettbewerb voriges Jahr, aber leider hat einer unserer Kameraden unbedingt Hubschrauber fliegen müssen und wir haben nicht herkommen können. Der Grund des Hubschrauberfluges war, dass er vom Dach seines Hauses gestürzt ist und eine Wirbelverschiebung gehabt hat. Das war der Ede da hinten, der war so. Mir blockt da. Aber wir haben es geschafft, dass wir heuer da sind und ihr werdet sehen, es ist ein bisschen was anderes als wie 1:8, das ist 1:6. Wenn sie die Männer abzählt, werdet ihr aber sehen, dass es um einen Mann mehr ist, und zwar der Herr ohne taktischen Zeichen ist der Gruppenkommandant, der Willi Reich, der die Gruppe 1956 gegründet hat. Und er ist zurzeit, sagen wir so, der Ausbilder und der Trainer, denn er hat vor kurzem ein neues Hüftgelenk gekriegt und lässt jetzt von Johann Rauch, der soeben die Hände weggehalten hat, vertreten. Aber der Willi wird das Kommando machen und ihr werdet auch sehen, die Kommandos sind ein bisschen anders, wie sie heute waren, etwas militärischer. Also, liebe Feuerwehrkameraden, liebe Wettkampfteilnehmer, ihr werdet eines sehen. 1:6 ist etwas anderes wie 1:8. Melker und der Gruppenkommandant eigentlich von den Arbeiten befreit. Hier bei 1:6 muss der Gruppenkommandant die meiste Arbeit leisten. Ihr werdet sehen, was er alles machen muss, vom Saugkopf bis zum Strahlrohr, ist er verantwortlich. Der Maschinist hat besonders viel Arbeit und sehr viel Können. Denn diese Pumpe aus dem Jahr 1929 ist eine Kapselschieberpumpe und nicht eine Automatikpumpe. Der Maschinist muss selbst wahrnehmen, ob die Vasensäule bricht oder nicht. Sollte sie brechen, muss er sofort mit der Kapselschieberpumpe nachschieben und Sie werden sehen, sollte es sein, dass die Vasensäule bricht, welches Spektakel das ist. Welche Arbeit das er hat mit dem Vergaser, mit der Einspritztischpumpe, mit der Magnetzündungsverstellung, mit der Kapselschiebepumpe, wie gesagt. Und also seht, allein das Geräusch der Maschine, wenn die Saugleitung fertig ist und das Kommando ansaugen kommt. Und das sind die gravierenden Unterschiede von damals zu heute. Aber lassen Sie sich zur Meldung, dann habe ich weiter rechts, komm! Ja, Gewerter, ich melde die Seniorengruppe der Feuerwehr von Jahresbach mit 1:6 vom Löschangriff angetreten. Danke für die Meldung, Löschangriff durchführen. Halt, was für Bezug der Bach, drei Saustreuen. Zum Angriff, fertig! Wow.
Hier geht es darum, einen Würfel runter zu spritzen. Jawohl, meine Damen und Herren, Applaus, wir haben es geschafft. Wir sind alle sehr gespannt auf die Bewertung. Punkte zusätzlich. Ne? Herr Kommandant, ich muss wirklich gratulieren und ihr macht es schon einmal so weiter, oder? Offensichtlich. Danke meiner Gruppe. Das Üben hat sich gelohnt, das sieht man wieder. Danke. Bravo! Der Betrug, die Aufkürzung ist so üben noch derzeit. Seid ihr schon zweimal in der Woche oder wer? Einmal in der Woche. Wenn es regnet, können wir seltsam. Auf ihr schaut auch nichts. Ein altbewährtes Prinzip. Ja, meine Damen und Herren, nochmal einen Sonderapplaus für die Seniorengruppe aus Auersbach. Nächstes Jahr wieder. Ihr braucht nichts zusammenrahmen und das machen schon wir nachher. Das macht die Jugend. Die Frau noch ein bisschen aufteilen. Ja. Scheint zusammenrutschen ein wenig da. Ha? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.